So, hallo zusammen, willkommen zurück bei unserem nächsten Home Gym Workout. Heute haben wir ein eher längeres auf dem Programm, sehr beilastig, sehr viele Squats, sehr viele Lunges. Und zwar sind es 5 Runden, 30 Dumbbell Goblet Squats, 30 Dumbbell Floor Press und dann 30 Dumbbell Reverse Lunges. Zum Einwärmen machen wir nicht allzu viel. Wir machen 1 Minute schön kontrollierte Single Unders. Dann 30 Sekunden langsame Air Squats, da wirklich darauf schauen, dass wir schöne Air Squats machen. Das heisst, ein bisschen breiter wie hüftbreit anstehen, Füße leicht nach außen und dann gehen wir schön mit den Knie über den Füße aus, bleiben aufrecht und dann setzt es etwas aus. Genau, einfach wirklich schön, langsam und kontrolliert. Dann die dritte Übung sind 30 Sekunden Hand-Release Push-Ups. Da eigentlich ganz normale Push-Ups, schöne gerade Linie. So. Dann gehen wir runter, lösen die Hand unten und gehen wieder runter. Sollte so aussehen. Hand lösen und wieder runter. Wichtig wirklich, vor allem wenn ihr vom Boden wieder weggeht, dass ihr schön die Spannung behaltet und den ganzen Körper aufs Mal lupft. Für die, wo das schwierig ist, machen das lieber auf den Knie. Grundsätzlich aber genau das Gleiche. Schöne Linie. Oben, Hand lösen und wieder runter. Einfach da schön 30 Sekunden. Dann die letzte Übung, 30 Sekunden Lunges. Da erkennt ihr es auch. Einfach immer schön mit dem Knie bis am Boden und wieder zurück. Wie gesagt, wir machen 2 Runden von dem Ganzen. Dann schauen wir kurz die verschiedenen Varianten an. Für das Workout mit Dumbbell, mit Kettlebell oder mit dem Odd Object. Und nachher legen wir los mit dem Workout. Gut, dann stelle ich gerade schnell die Uhr ein, dann machen wir gerade schnell das Warm-up. Okay. Dann haben wir die Air Squats. Schön langsam kontrolliert. Hand-release Push-Ups, oben, Hand lösen, okay, gut. Dann kommen wir in die Lunges.
10 Sekunden. Okay, dann kommen wir zurück zu den Single Unders. Zweite Minute. Sekunden. Gut. Dann haben wir Squats. Noch 10 Sekunden. Hand release push-ups zum zweiten Mal. Okay, jetzt die Übung, noch einmal Lunges. Okay, und gut. Gut, dann hätten wir das Warm-up hinter uns. Dann müssen wir jetzt hier schnell die verschiedenen Übungen anschauen. Erste Übung sind 30 Dumbbell Goblet Squats. Das heisst, ihr nehmt die Dumbbell und tut sie so quer vorne auf die Brust nehmen. Könnt sie da wirklich schön ablecken und dann einfach da ganz normale Squats, immer schön unter Parallel. Ja. Die zweite Möglichkeit da mit der Kettlebell. Bei der Kettlebell gibt es eigentlich zwei Wege, wie man es kann heben kann. Entweder man nimmt sie so, macht die Goblet Squats so, oder was ich ein bisschen angenehmer finde, ist man kehrt zum. Dann kann man da schön das Knie ablecken und schöne Goblet Squats machen. Die dritte Variante wäre mit dem All-Object, das heisst mit einem Rucksack, wo noch irgendwie Wasserflaschen drin füllen oder so. Ich habe jetzt hier noch einen Sandsack. Grundsätzlich genau das Gleiche. Wir nehmen jetzt einfach vorne nur, legen es hier ab und machen einfach so. Front squats. Gut, das wäre die erste Übung. Wie gesagt, 30 Stück. Dann kommt die Dumbbell Floor Press. Es ist ein bisschen wie ein Bankdrücken. Wir liegen einfach auf dem Boden. Schauen darauf, dass die Beine nicht einfach irgendwie da alle Fahrer im Zeug rumhängen. Wir stellen jetzt wirklich richtig an, dass wir ein bisschen Stabilität haben. Dann nehmen wir eure Dumbbell. Dann schön so.
Schaut darauf, dass der Ellenbogen am Boden kommt und dass er oben wirklich ganz durchstreckt. Genau. Dann genau das Gleiche kann man einfach mit einer Kettlebell machen. Genau, genau gleich aufnehmen. Schön, dann da, Ellenbogen am Boden. Und bei der Dumbbell und bei der Kettlebell sind die 30 Reps aufgeteilt, das heisst 15 pro Arm. Wenn ihr ein Odd Object habt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, um die Single Arm zu machen. Darum machen wir dort einfach 30 Wiederholungen. Das könnte etwas so aussehen. So. Nehmen wir das Teil hier auf die Brust und drückt dann einfach bis dann zu. Gut, das wäre es für Dumbbell Floor Press gewesen. Die dritte Übung sind Dumbbell Reverse Lunges. Grundsätzlich das gleiche wie das, was wir vorhin im Warm-Up gemacht haben. Der einzige Unterschied ist, wir machen den Schritt nach hinten. Das heisst, wenn wir so stehen, geht ein Reverse Lunge nach hinten und wieder hoch und nicht einen Schritt nach vorne und zurück. Bei den Dumbbell Reverse Lunges würde ich euch empfehlen, zum Dumbbell hin auf den Nacken nehmen. Schön so, könnt ihr es schön ablegen und dann genau das gleiche. Bei der Dumbbell ist das mit dem Ablegen etwas schwieriger. Dort könnt ihr entweder so Front Track Position Kettlebell schön auf dem Unterarm und dem Oberarm ablegen. Oder ihr nehmt es wirklich hier auf die Schulter und das könnt ihr auch machen. Genau das gleiche grundsätzlich. Das könnt ihr nach hinten. Beim Odd Object kommt es ein bisschen vor, was für ein Objekt ihr habt. Je nachdem ist es einfacher vorne oder hinten. Bei den meisten wird es wahrscheinlich einfacher sein, um es einfach da auf die Schulter zu nehmen. Aber die Übung bleibt gleich. 30 Reverse Lunges. Hier bei diesen 30 sind es auch wieder 15 pro Bein. Insgesamt machen wir 5 Runden von dem Ganzen. Ich schätze mal, es wird so um die 25 Minuten umgehen. Es sind recht viele Reps. Darum schaut vielleicht, dass ihr einerseits ein angemessenes Gewicht nehmt und andererseits vielleicht schon früher anfangen zu aufbrechen. Dass ihr vielleicht 20 und 10 macht bei den Goblet Squats. Bei den Dumbbell Floor Press vielleicht ähnlich und bei den Reverse Lunges, die könnt ihr vermutlich reduzieren. Gut, wenn das alles klar ist, dann fangen wir jetzt nachher an mit dem Workout. Ja. Ich mache es heute mit der Dumbbell, aber wie gesagt, es spielt auch nicht so eine Rolle mit was so ein Objekt. Gut, 10 Sekunden. Zwei, eins und go!
Okay, sehr gut. Dann haben wir es geschafft für heute. Cool, haben wir mitgemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke.